Und damit ein herzliches Willkommen hier zu dieser neuen Folge von Balthasar Gels Kampagne. Ja, ich möchte gerne mit euch diese Runde hier kurz ein wenig abschließen und dann möchte ich mit euch eine kleine Rundreise machen durch die Warhammer-Welt, was sich alles in der nächsten Zeit ergeben wird. Beziehungsweise ergeben hat. Also einfach mal schauen, was die anderen Fraktionen für Schritte gerade gemacht haben. Und das ist nämlich ab und zu sehr interessant. Und ich nehme euch gerne mal mit, um euch ein bisschen auf dem Laufenden zu halten. Das tue ich immer sehr gerne, weil ich es einfach wichtig finde, dass auch ihr erfahrt, wie der aktuelle Spielstand ist. Denn das ist mir ja alleine durch diese Namenanzeige hier, dass ich die Namen anzeigen lasse, das ist ja dadurch auch schon bestätigt, dass mir das wichtig ist. Und hier durch die, beziehungsweise gegen die Grünhäute ist unser Plan, zunächst erstmal, dass wir hier hingehen mit Marius Leithorf, damit dieser sich den Grünhäuten hier annehmen kann. Denn diese Provinz ist für uns besonders wichtig, weil wir hier einen Hafen haben. Deswegen muss diese Provinz besonders gut beschützt sein, denn wenn der Seehandel wegfällt, dann können wir ganz schnell wieder ins Minus geraten. Wir sind quasi abhängig von ihnen. So ist das leider. Und ja, hier seht ihr schon, dass Tiermenschen dort wieder sind. Hier seht ihr schon, dass Azak der Vernichter hier wieder ist. Krimgor ist hier auch irgendwo. Deswegen verlege ich als Verstärkung für die Zwerge dieser Armee ins Weltrandgebirge. Es wird allerdings einige Zeit dauern, bis sie dort sind, aber es muss sein. Gut, kommen wir zu eben von Liebwinz. Liebwinz, habe ich gesagt. Na, ist ja egal, ihr wisst, wen ich meine, nämlich den ich gerade ausgewählt habe. Dem seine Armee ist noch nicht ganz vollständig wiederhergestellt. Der muss sich noch ein bisschen regenerieren. Und ich dachte eigentlich, das geht hier schneller, weil hier weniger Chaos-Korruption ist, aber irgendwie ist das doch nicht der Fall. Aber wir warten trotzdem einige Runden, bevor wir weiterziehen. Und wir schauen mal, was hier so abgeht. Ja, hier sehen wir schon Eklizus. Ein Name für einen Chaos-Kommandanten, den ich noch nie gesehen habe und auch noch nie gehört habe. Ja, jetzt gehen wir unsere Helden nur noch durch und dann machen wir diese Forschung, damit wir mehr Helden bekommen können. Servant of the Faith. Wir können Hakendorf auch noch verbessern. Let us forge our faith. Hier haben wir noch einen Sigma-Priester. Ja, wir haben aber auch noch Lutten irgendwo einen Helden. Ach, den haben wir schon bewegt. Alles klar. Gut, jetzt ist wie immer die Entscheidung, was machen wir mit dem Rest des Geldes? Wo investieren wir das? KGM bietet sich hier sehr gut an. Ich denke, da ist es dann auch gut angelegt. Und hier können wir Felder bauen. Und damit, nee, wir wollten ja noch eine kleine Rundreise machen. Ja, wie ihr seht, hier sind die Tiermenschen. Das könnte natürlich böse enden für Düsterberg. Das können die einfach so überrennen. Deswegen, ja, habe ich da auch schon die Verstärkung hingeschickt. Denn egal, wen ich da jetzt hinschicken würde,
Ich wäre zu spät dort. Die Grünen heute machen hier auf jeden Fall im Weltrandgebirge wieder ziemlich viel Ärger. Dann ja, Kislev ist total zerstört. Außer Ehrengrad, das gehört wieder den imperialen Truppen. Norska ist größtenteils vereint. Bretonia ist vereint. Hier oben bei den Truki, da weiß ich nicht so ganz, was hier alles vor sich geht. Aber die scheinen sich hier doch ganz gut zu wehren, die Truki. Aber hier gehören noch einige Gebiete den Hochelfen. Aber Arnheim und die Trostlose Feste, die gehören jetzt den Truki. Das war vorher im Besitz der Hochelfen. Der Azur, wenn man das genauer nehmen will. Hier sehen wir leider noch nichts. Auch ein paar bretonische Crusader. Zahnri gehört. Tic-Tac-Toe, Gokazan gehört. Den Echsenmenschen, wo auch immer die hinwollen. Ich habe keine Ahnung, wo die hinwollen. Krieg haben sie auf jeden Fall nur mit dem Chaos. Ja. Estalia gehört jetzt den Bretonen. Ist allerdings noch nicht ganz voll ausgebaut. Skaven bleibt, gehört nur aber noch den Skaven. Aber sie haben natürlich deutlich verloren gegen die Bretonen in Estalia. Ja, Atelogen gehört noch den Waldelfen. Hier haben wir noch einige Norse. Dann die Vampirfürsten werden sich wahrscheinlich wohl Essen holen. Und ja, mehr sehen wir dann eigentlich auch nicht. Na gut, wir können nochmal nach Ultoran rüber. Ultoran sind auch noch viele Ruinen. Aber die Untoten haben ja nur noch eine Stadt. Ansonsten macht... Beziehungsweise machen die ja so eigentlich wieder ziemliche Fortschritte. Bis auf, dass sie jetzt Tor Weißheuer und immer schiefer verloren haben an die Druki. Ja. So viel soweit zur Kampagne. Und ich kann euch sagen, die Horden des Chaos sind noch lange nicht am Ende. Da werden noch eine ganze Menge mehr kommen. Und das, was wir jetzt hier gerade gesehen haben, war erst der Anfang. Ja, die Vampirküste, keine Ahnung, wo die noch existiert. Die Flotte der Verdammten, da weiß ich nicht, ob hier der Galionfriedhof noch Noctilus gehört. Aber dort werde ich meine Helden auch ebenfalls mal hinschicken. Und die Grünen heute sind dran, die machen wieder irgendwelche Agentenaktionen. Ja, Mauern beschädigen. Wir haben in dieser Kampagne leider nicht so gute Agenten. Das war ja anders bei dem Let's Play von Icket Claw mit Clan Squire. Da hatten wir sehr gute Agenten. Denn die Assassinen, die sind wirklich auch sehr, sehr gut. Gerade als Agenten. Da können sie doch eine Menge erreichen. Und es gibt ab und zu so Fraktionen, die wirklich auch gute Agenten haben. Hier bei uns ist es eigentlich der Hexenjäger, aber wir haben die größtenteils abgestellt, um die Chaos-Korruption zu beseitigen. Und die gegnerischen Helden hier, die sind auch deutlich immer um einiges höher mit ihrem Level. So dass es am meisten dann auch nichts bringt und die Erfolgschance natürlich dann sehr gering ist.
vielleicht sollten wir das auch mal ändern. Steeland würde ich noch nicht konföderieren, weil Steeland hält ganz gut die Vampirfürsten in Schach. Und die Vampirfürsten könnten mir dann auch den Krieg erklären, deswegen will ich das noch nicht machen. Ich kann mir keinen Zweifrontenkrieg leisten. Gegen die Grüne Rote und gegen die Vampirfürsten, das geht nicht mit 4 Armeen. Das würde ich nicht hinkriegen. Deswegen werde ich das erstmal nochmal verschieben. Und klar, man macht mobil. Ah ja. Ja, den Vampirfürsten den Krieg erklären, genau. Zu viel Geld will ich hier auch nicht ausgeben. Ich will nämlich auch in Düsterberg eine Garnison bauen. Und jetzt kann ich hier schon eher was bauen. Nein, doch nicht. Gut, auch eine Garnison. Die kommt ja auf jeden Fall in Frage. Und wir holen uns hier noch 4 mal Schwertkämpfer. Das sollte dann auch dann demnächst reichen, um Castle Karak zu erobern. Step to it. I will marshal the men. You look rotted yet. Ja, und dann werden wir wohl nächste Runde hier den Eisenfelsen belagern. By the comet. Praise Sigma. Cleanse the Empire. Mal sehen, ob wir hier mit dem Hexenjäger irgendwas machen können. Nein, können wir nicht. Aber nun gut. Ready. Wie viel öffentliche Ordnung ist da, wenn ich den rausnehme? Und noch drin. Okay. Gut, der Bernsteinmagier hat ein Level Up. Gehen wir mal den Bernsteinspeer. Der ist eigentlich ziemlich cool, der Bernsteinspeer. Also, da gibt es wirklich schwächere Zauber. Den Bernsteinspeer. Da habe ich mal übrigens eine sehr interessante Schlacht gesehen. Auf YouTube mit einem Spieler, der wirklich sehr gut umgehen konnte mit dem Bernsteinmagier. Denn der ist mit dem Bernsteinmagier, also er hat ihn auf den Schlachtross gesetzt und dann ist er immer an die Flanken geritten, ganz nach links oder ganz nach rechts, und hat dann den Bernsteinspeer immer auf ein feindliches Regiment in der Mitte eingesetzt, sodass der Speer dann durch möglichst viele Feinde durchging, und das hat er ziemlich oft gemacht. Das war eigentlich eine sehr merkwürdige Taktik, aber sie war irgendwie auch geil und hat funktioniert. Oh. So viel zu den Bernsteinmagiern. Aber gut. Ja, hier sind die Chaoshorden jetzt fort. Ich weiß nicht, wohin sie sind. Aber hier sind noch mehr Horden. Und hier auch. Diese Grünen hier, die Lakaien des Chaos, die sind allerdings immer Rang 1. Haben jetzt aber auch nicht die schwächsten Starteinheiten. Aber eine große Bedrohung sind die jetzt auch nicht. Das muss man auch dazu sagen. Yes, General. Aber zur falschen Zeit, am falschen Ort, können sie natürlich doch schon ziemlich nervig sein. Und wir werden jetzt sehen, wie es weitergeht. Immer schiefer ist wieder in die Azur gegangen. Und gehört nicht mehr den Drogi.
Aber nun ja. Die Expedition des Jagdmarschalls hat übrigens nur Krieg mit Chaos, nicht mit Ex-Menschen. Und dasselbe gilt für die Kolonien der neuen Welt. Die haben auch nur Krieg mit den Chaoshorden. Und Düsterberg wird wieder belagert. Und die Garnison leider zu spät im Bau gegeben. Und dann auch noch von Azak, einem legendären Lord, der jetzt auch nicht so eine schlechte Armee hatte, so wie ich das gesehen habe. Von daher ist er da schon eine ernste Bedrohung. Und mein Kurfürst, der ist auch noch lange nicht dort. Ja, die Festung Oberstdyrre wurde, glaube ich, gerade eingenommen, oder war das schon wieder länger in der Hand von Steland? Das weiß ich jetzt gerade nicht. Ein Attentat. Mein Hauptmann im Norden wurde verwundet. Damit sehe ich dort erstmal nichts mehr. Höchstens mit meiner Armee, die dort ist. Was natürlich auch schon wieder bitter ist. Aber nun denn. Norsker. Uralte Steinkreise wurden in eurem Staat entdeckt. Es scheinen Überreste des alten Glaubens zu sein, der in früheren Jahrhunderten vermutlich eine primitive Form der Naturverehrung sowie Blutopfer beinhaltete. Ja, das Event kennen wir ja schon. Falls ihr es noch nicht kennt, viel Spaß beim Lesen. Wir werden natürlich die Monolithen abreißen. Das liebe Sigma. Ganz klar. Ja, Düsterberg wird leider belagert. Ja, ich kann denen nicht den Krieg erklären. Hallo, womit denn? Oh. Sir, pick up the pace. To war. So, wir sehen hier einige bretonische Crusader. Wir geben ihm mal einen Schlachtross mit Rossanisch. Und ja, bewegen wir mal den Rest. Balthasar Geels Armee ist noch nicht ganz bereit, Karasan Karak zu belagern. Und wir haben hier auch noch Tiermenschen. Warrior of Sigmar, ever onward. Die, so hoffe ich, nicht gegen uns vorgehen werden, sondern gegen die Untoten oder gegen irgendwelche anderen, aber nicht gerade gegen uns. Wir werden hier die Garnison auf jeden Fall verbessern. Ja, für Düsterberg können wir wohl wahrscheinlich nichts mehr tun. Aber wir können den Eisenfelsen angreifen. Beziehungsweise belagern. Und wenn er es ändern will, dann soll er mich angreifen. Tools of judgment ready. What do you require? Und damit können wir auch wieder die Runde gewinnen. Ja, wir werden sehen, ob die Grünhäute dann gleich angreifen. Entweder beim Düsterberg oder beim Eisenfelsen.
Dann marschieren die Ex-Menschen jetzt hier echt ganz hoch, nur um die Chaoskrieger anzugreifen. Das ist sehr ehrenhaft von denen. Die haben wohl nichts mehr zu tun da unten. Vielleicht hat Klamour's hier auch wieder verkackt. Ach, guck an, jetzt wo er mich angreift, ist das Ergebnis aber doch deutlich für mich. Ja, dann machen wir Quick Save und dann machen wir automatisch. Dreimal Infanterie verloren, aber das geht noch. Ich habe mit Schlimmerem gerechnet. Ja, und Eisenfelsen ist leider rot für uns. Weiß der jetzt auch nicht, was da die beste Option wäre. Die reißen das wahrscheinlich wirklich nieder. Oder wir rauben es erstmal aus. Jetzt ausrauben oder niederreißen. 3772 ist jetzt nicht so viel. Können wir aber gebrauchen, aber viel ist es nicht. Weil wir niederreisen, kriegen wir auch 1090 oder so. Ja, Düsterberg wurde nicht angegriffen. Zum Glück. Und hier unten hat sich irgendwas getan. Drachenhornminen sind jetzt Ruinen. Aber im Weltrandgebirge scheinen die Grünen heute doch noch extrem stark zu sein. Marienburg und Luther haben sie verbündet. Auch ziemlich nice. Sieht man auch selten. Konföderation mit Tarabeglern müssen wir ebenfalls verschieben. Wir können nicht an mehreren Fronten kämpfen, das geht nicht. Denn eigentlich... Ja gut, der wurde gemeuchelt. Beziehungsweise verwundet. Denn eigentlich tun wir das ja schon, wir kämpfen ja schon an mehreren Fronten und das können wir... so jetzt nicht noch weiter bringen. Ja gut, dann bleib erstmal da. Marius Leithoff hat schon mehrere Siedlungen niedergerissen. Okay, ist mir ganz neu. Onwards to the provinces. In einer Runde könnte er sich Dampfpanzer holen. Was holen wir uns hier? Wir brauchen auf jeden Fall neue Infanterie. Wir brauchen ein paar Schwertkämpfer. Dann sollte das auch gehen. Hier können wir ja mal jetzt die Ruinen durchsuchen. Ach, so ein komisches Rätsel. Ja, da ich da die Lösung nicht weiß und wahrscheinlich auch niemals erfahren werde, machen wir einfach mal das. Nein, falsch. There is power within prayer. Ich weiß auch nicht, wer sich so eine Scheiße ausgedacht hat mit den Rätseln oder so. What? Keine Ahnung, was das soll. Aber wir bleiben jetzt auf jeden Fall Karasa Karak. By the Comet.
Die Säulen des Grummi. Ja, hier brauchen wir auf jeden Fall keine Garnison. Aber ein Schmied wäre doch schon ziemlich nice. Für die Zukunft. Ich habe jetzt keine Ahnung, wo die Tiermenschen sind. I must fulfill my Slayer oath. Gut, dann mal wieder. Und ja, jetzt haben wir hier oben noch unsere Armee. Aber die lassen wir noch ein bisschen ruhen. Seek out the heretics. Silence. Ich glaube, wir haben hier unten unseren Agenten noch nicht bewegt. Nee, noch nicht. Onwards. If that's what the Emperor commands. Ja, das scheint hier noch ziemlich an der Kontrolle der Breton zu sein und Akan scheint hier auch schon gefallen zu sein. Obwohl wir ihm extra eine Faction Overhaul Mod gegeben haben. Hat er es nicht geschafft, groß zu werden, aber das schafft Arkan irgendwie auch nie. Und als Spieler ist das auch gar nicht so einfach mit Arkan. Man hat da ja meistens dann die Situation gegen die Grünhäute, dass dann von der eigenen Armee wenig übrig bleibt. Das ist leider so. Und gleichzeitig hat man dort unten auch ziemliche Schwierigkeiten am Anfang gegen die Zwerge. Die sind also auch nicht ohne, sondern mit Akan. Und Düsterberg ist leider verloren. Aber wir werden versuchen, es uns zurückzuholen. Und Marius Leithoffs Armee sollte jetzt auch bald wieder einsatzfähig sein. Und Britonia und Tilea haben sich verbündet und die Krauskrieger und Ostland sind jetzt auch im Krieg. Ich denke mal, Ostland wird nicht lange existieren, denn die haben da seine Siedlung dort oben wieder. Ja. Und das ist jetzt schlecht für uns. Weil ich habe jetzt keine Ahnung, gegen wen sich jetzt die Vampirfürsten konzentrieren werden. Sie könnten sich gegen mich konzentrieren. Und dann hätte ich ein ziemliches Problem, weil ich bin nämlich durch ihr Territorium geritten. Und dann müsste ich dann doch so schnell wie möglich in der Vergangenheit mit Stirland konföderieren. Anders wird es nicht gehen. Ich kann anders gegen die Vampirfürsten keinesfalls bestehen. Ach. Okay. Following Sigmar's path. Gut, erholt euch erstmal. Hier werde ich noch nicht angreifen können, da habe ich auch viel zu viele Schwertkämpfer. Das wird sich dort doch leider etwas hinziehen. Aber nun denn.
Hier verbessern wir mal den Windstoß. Ready. Und nächste Runde ist dann seine Armee auch wieder bereit. Let us forge our faith. Pick up the pace. Wir müssen hier eigentlich auch mal... Achso, Ekron wird schon belagert, alles klar. Sehr nice. Und... ja... ich weiß jetzt schon wieder nicht, wo ich was investieren soll. Hier ist es gut. Meine drei Armeen, die können nichts mehr machen. Now, march. Oh. Onwards. Und hier haben wir jetzt irgendwie auch alles gesehen, was es zu sehen gibt. Wir können dann auch wieder die Runde beenden. Und eine Armee haben wir ja oben in Midland noch. Die können wir jetzt ab nächste Runde schon wieder einsetzen. Und dann im Norden helfen gegen die Imperialen. Gegen die Chaoskrieger meine ich und gegen Norska. Für die Imperialen natürlich. Aber sollten uns die Vampirfürsten den Krieg erklären, dann müssen wir die Armee abziehen. Dann geht es nicht anders. Dann könnte ich mich auch nicht mehr auf Düsterberg konzentrieren, weil ja, ich brauche dann so viele Kräfte wie möglich gegen die Vampirfürsten. Und alleine, wenn man Schloss Drakenhof einnehmen will, dann ist das doch schon ziemlich schwierig. Und Clan Squire wurde vernichtet von Tilea. Wenn ich das richtig sehe, oder? Nee, ich sehe nur Ruinen. Und Ostland wurde wieder vernichtet. Goodbye. Aber das ist immer noch ein Zeichen, dass die Chaoshorden dort oben immer noch sind. Und auch ziemlich aktiv noch sind. Ja, von den Puppen des Chaos habe ich in der Wüste nichts gesehen. Ich denke mal, die sind irgendwo in Lastria. Ein politisches Event. Ja, da habe ich doch schon Lebenstreue 10. Mir wurde mal beobachtet, das Volk von Tarabeglan terrorisiert und Dutzende Bürger aufgrund kaum tragbarer Beweise exekutiert zu haben. Okay, das kennen wir noch nicht. Ganze Dörfer wurden von diesen düsteren Agenten bis auf die Grundmauern niedergebrannt, der behauptet, eine vollständig sanktionierte Mission zu erfüllen und all den mutmaßlichen Anhänger der dunklen Götter im Staat vorausschauend aufspüren will. Nach näheren Untersuchungen könnt ihr durch eure Verbindungen zum Kult des Sigma bestätigen, dass dieses Invidium in der Tat ein vom Staat beauftragter Templer ist. Wenn noch ein extrem fanatischer. Es könnte in eurem Interesse liegen, Talabeklan zu seinem Kummer zu befreien, indem ihr den Hexenjäger vom Dienst freistellen lasst. Andererseits ist es keine kleine Aufgabe, die notwendige politische Unterstützung zu erhalten, um einen imperialen Erlass direkt an die Sigmariten zu stellen. Ja,
das Problem mit den Hexenjägern, ne? Die sind eben doch meistens schon ein bisschen zu übereifrig. Ich werde hier einfach mal nichts unternehmen. Geistliche von Sigmar. Gut. Und Marius Leitdorf ist damit Level 20 und ich sage ihm damit herzlichen Glückwunsch. Sonnengoss und Scherbe. Ich lasse ihn den Widerstandstrank. Hier könnte er aber ein bisschen besseren Kram haben. Weniger Verschleiß ist immer gut. Hausdiener ist auch okay. Ja. Gut, den Rest lassen wir so. Und dann werden wir uns jetzt Kavakduong zu widmen. Das wird allerdings auch nicht sehr einfach. Aber die Garnison ist dort sehr wenig zum Glück. Okay. Ja, Ekrund wird schon belagert. Ich weiß allerdings nicht von wem. Und hier bauen wir mal eine Garnison. Hier haben wir, glaube ich, Verschleiß wegen Schnee. Yep. Protector of the weak. Und Lager aufschlagen. Die Grünhäute könnten hier allerdings auch nach Süden gegangen sein, dann hätte ich hier wieder ein Problem. Weil die sind dann nämlich gerade irgendwie verschwunden und das macht mir doch wieder ein bisschen Kummer. Ah ja, wir hätten die Armee in Mittelland. Sigmar compels us. Da ist Brosis. Ja, ich nenne ihn manchmal Brosis. Das habe ich von einem anderen YouTuber. Der hat ihn auch immer Brosis genannt. Wie er darauf kam, das weiß ich allerdings nicht. Your orders? Let us move. Gut. Dann bedanke ich mich hiermit fürs Zuschauen und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video.